Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen The Legend of Zelda, A Link to the Past. Und das letzte Mal haben wir hier total überteuert die Sora Flippers gekauft. Zu Deutsch die Flossen. Jetzt können wir tatsächlich auch schwimmen. Das ist ziemlich cool an sich. Und wir können jetzt einige neue Wege bereisen, die wir vorher gar nicht betreten konnten. Aber erstmal muss ich den Weg hier rausfinden, denn ich möchte hier gar nicht länger sein. Ich glaube, in diesem Part werden wir nicht dazu kommen, den nächsten Dungeon zu betreten, denn ich habe mir einiges vorgenommen, erstmal an Sidequests zu erledigen, Herzteile, Items und so Zeug. Mal gucken, ob wir das alles auf die Reihe bekommen. Und falls ja, dann können wir ja doch noch vielleicht den nächsten Dungeon anfangen. Aber erstmal hier, der geheime Wasserfall der Wünsche. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Was möchte ich hineinwerfen? Es gibt hier zwei Items, die wir upgraden können. Unter anderem den Boomerang. Weg damit! Den können wir upgraden. Hallöchen. Du da, hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür mache ich dir ein Geschenk. Yes, wir haben den Zauberboomerang bekommen. Er lässt sich schneller und weiter werfen als dein Alter. Und außerdem die geilste Sache an ihm, er sparkelt. Er hat Glitzereffekte. Richtig cool. Wir können jetzt noch was hier reinwerfen, aber wir müssen das Haus verlassen. Früher habe ich mit jedem verdammten Item mehrmals versucht, das abzugraden, aber das geht tatsächlich nur mit zwei Sachen und das andere ist unser Schild. So, weg mit unserem lächerlichen Schild, was wir von unserem Onkel bekommen haben und wir können es hier upgraden. Richtig cool. Ich habe das... Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür mache ich dir ein Geschenk. Oh, diese Fee ist so nett und wir haben ein neues Schild bekommen. Dein Schild wurde stärker. Nun schützt er dich sogar von der Hitze von Feuerbällen. Ja, toll. Hätte ich das mal in einem Part vorher gehabt, in Zoras Wasserreich, dann hätten wir so viel Schaden vermeiden können. Moment, Test. Okay, klappt. Aber natürlich nur, wenn man in die richtige Richtung schaut. Oh, hier geht's nicht weiter. Da muss ich tatsächlich hier den Umweg wieder nehmen. Aber so nicht schlimm ist das nicht. Ach, das sollen Feuerbälle sein. Ich dachte mal, das wäre Laser. Na gut. Feuer ist ja überhaupt nicht episch. Laser wäre richtig episch. So, und heppa. Ich möchte noch mehr erledigen. Es gibt noch einiges zu tun. Ist hier nicht ein Teleporter zum Beispiel? Ne, hier ist nix. Warum ist hier diese komische Sandgrube dann? Das ist jetzt alles sinnlos hier. Aua. Aua, Hilfe. Ich werde verfolgt. So, was mache ich als nächstes? Was ist die schlaueste Reihenfolge? Weiß ich nicht. Eine Flasche will ich auf jeden Fall auch noch holen. Mit den Flossen ist das auch möglich. Vielleicht ist das am schlauesten, zuerst die Flasche zu holen. Ja, ich glaube, das ist am schlauesten. Die ist nämlich hier gar nicht so weit weg. So, erstmal hier den Weg wieder freiräumen und hier ein bisschen nach unten marschieren. Bisschen in Richtung Sahasrara. Und hier irgendwo gibt es eine Brücke, unter der ein Penner wohnt. Und der gibt uns tatsächlich eine Flasche. Wo genau war das nochmal? Ah, ich glaube hier. Genau, hier war das. Hier war das. Ich muss nur einen Weg finden, ins Wasser zu kommen hier irgendwie. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, ins Wasser zu springen? Das wäre richtig cool. Und super erforderlich gerade. Aua. Hör auf mich zu schmerzen. Wo kann ich denn hier runter ins Wasser? Ich brauche das Wasser. Hm. Ja, das sieht ja gut aus hier. Überhaupt keinen Zugang zu dem Fluss. Ah, doch hier. 1000 Meter entfernt. Heppa. So. Und jetzt können wir dahin paddeln bis zu der Brücke, die wir gerade gesehen haben. Und dem Penner, der dort wohnt, einen Besuch abstatten. Vielleicht ein paar Rubine spenden. Wir haben ja noch ein paar genug. Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, er möchte gar kein Geld dafür haben. Er freut sich einfach nur, dass er ein bisschen, Besuch mal bekommt. Hallo, du Penner. Was möchtest du denn? Oh, du bist ein Camper. Ach so. Hallo. Ich sehe, Zeif, du steckst in Schwierigkeiten, aber mehr kann ich dir nicht geben. Einfach so jetzt, hat er daher gezaubert. Eine magische Flasche, darin kannst du Verschiedenes für später aufbewahren. Zum Beispiel Marmelade, Wasser, Honig oder Froschaugen. Denn das alles gibt es in A Link to the Past zu finden. So, aber erstmal muss ich hier wieder rausfinden, irgendwie den Weg aus dem Wasser raus. Wahrscheinlich war das nicht die schlaueste Reihenfolge an Sachen, die ich erledigen wollte. Aber kein Problem. Wir haben in der Lichtwelt ein paar Sachen zu erledigen und auch in der Schattenwelt, also ein bisschen ausgewogen ist es schon. So, okay. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich könnte natürlich auch auf meine schlaue Liste gucken, denn ich habe mir so halbwegs notiert, was ich alles erledigen möchte. Auf meinem total sauber geführten Blog, den ich schon mal in meinem Infovideo gezeigt habe. Ich weiß nicht, ist das zu erkennen? Warte! Super sauber! 1000 Informationen stehen drauf und da ist auch meine super Reihenfolge.
Bla bla bla, Boomerang, Holzfäller-Herzteil. Holzfäller-Herzteil steht als nächstes drauf. Okay, ich weiß genau, was gemeint ist. Deswegen machen wir das als nächstes. Das Holzfäller-Herzteil. Wir haben ja damals die zwei Honigkuchen-Pferde-mäßigen Holzfäller gesehen. Und die sind jetzt angeblich weg. Und der Baum, den sie gefällt haben, ist hohl. Und wir können da rein. Und da drin befindet sich, ouch, eine Höhle mit einem Herzteil. Richtig episch. Aua, Mann, hör mal auf, mich zu treffen die ganze Zeit. Das ist voll gemein, ey. So. Ab zu den Holzfällern. Die sollten ja hier relativ in der Nähe sein. Irgendwo hier nahe des Aufgangs zum Todesberg, glaube ich, waren die. Ja. Und dann können wir dort das erste Herzteil abgrasen. Und danach holen wir uns noch ein weiteres in der Schattenwelt. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Das ist der perfekte Plan. Sterbt, ihr lächerlichen Geier! Oder was ihr sein sollt, Raben vielleicht, kann auch sein. Unsere Energieanzeige könnten wir theoretisch auch mal erhöhen, aber da weiß ich nicht ganz genau, wie das mir ging. So, die Holzfäller sind weg, der Baum ist aber noch hier. Weggerumpelt und reinspringen kann man jetzt. Richtig cool! Und hier gibt es angeblich ein Herzteil. Ist das wahr, frage ich. Auf jeden Fall gibt es hier Feen, das ist cool. Ich möchte zwei fangen, denn das ist somit das Wertvollste, was man haben kann. In so einer Flasche. So, haha, noch eine Fee gefangen und die letzte kann uns aufladen. Dankeschön. So, nachdem wir die jetzt voll missbraucht haben, oder eigentlich ist das ja der einzige Sinn von denen gewesen, können wir hier das Herzteil grabben. Wunderbar, ein Herzteil, einfach so abgesahnt. Deswegen war hier auch die Feenmusik. Aha, okay, ich verstehe. Das macht tatsächlich Sinn. Oder das ergibt tatsächlich Sinn. Oh Mann, ich kann mich nie daran gewöhnen, das zu sagen so. Oh Mann, ich bin ein Grammatik-Noob. So, was machen wir als nächstes Schlaues? Ich würde sagen, wir gehen nochmal ein Stückchen südlich zu dem Wald mit dem Jungen, der Flöte gespielt hat. Die Flöte weiß ich momentan nicht gerade, wie ich die bekommen kann, auch wenn die ziemlich nützlich wäre. Denn mit der können wir jetzt auch ein bisschen hier teleportieren durch die Welt. Aber ich weiß momentan nicht genau, was man da machen muss. Ich glaube, dafür braucht man sogar die Schaufel. Die Schaufel bekommen wir in der Schattenwelt. Können wir theoretisch machen. Aber ich habe erstmal andere Sachen vor. Aua! Mann! Du Blödmann! Du Wurst! So. Aua! Oh, verdammte Kacke! Ich laufe gegen jeden Scheiß! Das ist das Problem, was ich an den Pegasus-Stiefeln mal angesprochen habe. Warte mal, gibt's hier nicht das Magie-Upgrade? Das muss ich eben investigieren. Ich glaube, hier in diesem Brunnen gibt es tatsächlich das Magie-Upgrade. Das wäre cool. Wir kommen da jetzt ja sogar hin mit dem Hammer. Und gerade fliegt natürlich wieder mal ein Hubschrauber hier vorbei. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Denn das wäre wieder super unprofessionell. So, welchen Weg wählen wir? Oh, das war vielleicht der falsche. Die Tür ist sofort zugefallen. Das war wirklich der falsche. Verdammte Kacke. Aber kein Problem. Wir können ja einfach nochmal dahin gehen. Diese Schmiede wird übrigens auch nochmal Belang haben, denn hier können wir tatsächlich unser Schwert schärfen lassen. Allerdings erst, wenn wir noch ein paar andere Sachen erledigt haben. Oh, was ist das denn? Ach, das war doch sowas hier mit Dingsens. Haha, Hallöchen, den kennen wir übrigens auch aus Link's Awakening. Hey, du wagst es, meinen dunklen Schlummer zu stören? Ich meine, vielen Dank, Sir. Doch jetzt werde ich an dir Rache üben, sei gewappnet. Geht das in Ordnung, Sir? Ja, der ist noch in der Ausbildung, glaube ich, dieser Dämon. Oh nein, Hilfe! Hehehehe, ich verspotte dich und dein Unglück. Nun wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Haha. Und jetzt gib dein Bestes, obwohl auch das nicht reichen wird. Schönen Tag noch. Cool, jetzt haben wir quasi unsere Magieanzeige ein bisschen aufgepäppelt. Denn immer wenn wir Energie, also Magie verbrauchen, bekommen wir ja Magie abgezogen von unserem grünen Balken. Jetzt allerdings nur noch halb so viel. Bei unserem jetzigen Ausrüstungsstand wäre das eigentlich gar nicht so ultra nötig gewesen. Die Sachen, die wir für Magie haben, ist eigentlich nur die Lampe. Aber wir werden bald einige Sachen bekommen, die wesentlich energieintensiver sind oder magieintensiver. Zum Beispiel die Medaillons. Oder Medaillonni? Wie sind die Mehrzahl? Medaillone. Ja, Medaillone heißen die ab jetzt. Oder andere Sachen. Zum Beispiel die Feuer- und Eisstäbe, die ich auch theoretisch gerne holen würde. Ich wünschte, ich wäre in der Schattenwelt. Da müsste ich jetzt nämlich eigentlich hin. Ist hier irgendwo ein Teleporter in die Schattenwelt? Das wäre richtig genial. Aber ich weiß nicht, wo der sein könnte. Die sind meistens ja so irgendwie unter Felsblöcken oder so versteckt. Oh nein, und ich finde da jetzt keinen. Och Mann, das ist ein bisschen blöd. Dann kann ich nicht die Reihenfolge machen, die ich geplant habe, weil mir der Teleporter fehlt. Oh Mann, jetzt, was wollt ihr denn jetzt schon wieder alle von mir? Ihr komischen Leute. Ich wollte doch hier einfach nur durch. Ist hier ein Teleporter irgendwo durch Zufall? Das wäre natürlich richtig geil. Stirb!
Ich weiß gar nicht, ob die Range Attack genauso viel Schaden macht wie unsere... Bist du auf einmal wieder da? Wie unsere Nahkampfangriff-Sache. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwächer ist. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ist hier ein Teleporter drunter? Nee, irgendeine Höhle. Aber was ist da drin? Feen. Okay, brauche ich momentan nicht. Da bin ich gut ausgestattet. Ich suche einen Teleporter, der mich in die Schattenwelt geleitet. Aber das sieht schlecht aus hier. Na, oh, meine Güte, ey. Ich kann natürlich, rein theoretisch, den Teleporter benutzen, den ich bei Sahasrara aufgebaut habe und dort zurückgehen. Aber es gibt doch irgendwo so einen Teleporter freizulegen hier in der offenen Welt. Aber wo das die Möglichkeit ist, das weiß ich natürlich nicht. Unter irgendwelchen Steinen oder so wahrscheinlich. Nee. Unter dem wäre bestimmt sowas, aber den kann ich noch nicht hochheben, weil ich noch nicht die upgradeten Handschuhe habe. Oh mein Gott. Oder vielleicht in der Insel im Wasser? Kann natürlich auch sein, aber kann ich da überhaupt rein? Ah ja, hier geht's runter. Runterspringen. Also das ist ein bisschen Exploration, was ich hier gerade mache. Und das geht richtig schmerzhaft auf meine Spielzeit, wie es aussieht. Wir tauchen hier einfach mal durch die Gegend und suchen einen Teleporter. Vielleicht gibt's hier ja einen. Im Hylia See. Da befinden wir uns nämlich gerade. Ja, das sieht aber schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Was ist hier? Hier ist auch ein Teleporter. Oh Mann, für die ganzen Teleporter braucht man solche dummen Krafthandschuhe Level 2, die ich nicht habe. Was ist hier? Brunnen der Freude, wirf ein paar Rubine herein und Wünsche werden wahr. Ah, hier kann man, glaube ich, Bogen und Bomben-Upgrades bekommen, indem man mehr tragen kann. Ich glaube, das mache ich, oder? Habe ich genug Geld? Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Aber ich weiß momentan sowieso nichts, für was ich Geld momentan investieren muss, deswegen schmeiße ich einfach mal rein. Deine Freude steigt um 20 Rubine, deine Freude wuchs auf 20 an. Ich stelle dir ein Horoskop für heute. Du hast eine zufriedene Zukunft. Das muss man jetzt 1 Milliarde Mal machen. Ich werde das rausschneiden. Bis zu der Stelle, wo man tatsächlich das Upgrade bekommt. Ah, okay. 100 Rubine war der Trick, den man reinwerfen musste. Ich bin ein Bote der Götter. Gesandt, um dir einen Wunsch zu erfüllen. Was ist dein Begehr? Das Triforce, zufälligerweise. Alternativ können wir hier zwischen mehr Bomben und mehr Pfeilen wählen. Ich glaube, Bomben haben wir weniger zur Auswahl, deswegen nehme ich Bomben. So sei es, denn von nun an sollst du in der Lage sein, maximal 15 Bomben zu tragen. Ich hoffe, meine bescheidene Hilfe hat dich beglückt. Theoretisch könnten wir hier tausende von Rubinen investieren, um unseren Vorrat an Bomben und Pfeilen komplett hochzuboosten. Aber so viel Geld habe ich nicht. Und ich weiß auch momentan nicht, was das Limit ist. Und deswegen werde ich das irgendwann anders mal machen. Ich habe jetzt ein Upgrade geholt und damit die Sache erstmal gut sein lassen. Oder sein Herzteil. Einfach so. Komme ich da hin? Nee, da muss man auch in der Schattenwelt für sein. Aber ich habe doch keinen Teleporter. Ich habe doch keinen Schattenwelt-Teleporter. Ich brauche den dringend. Okay, ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir müssen tatsächlich den dummen Teleporter benutzen, den wir bei Sahasrara aufgebaut haben. Hier ist so ein komischer Händler, der uns nur abzocken will. Aber da haben wir kein Interesse dran. Kein Bock auf solche Abzocke. Okay, dann gehen wir halt zu Sahasrara. Noch weiter weg könnte man natürlich gehen und den Teleporter auf dem Todesberg benutzen. Aber das wäre, glaube ich, nicht super sinnvoll. Der ist ein bisschen weit weg. Ich hoffe, der hier ist überhaupt noch da. Hilfe! Hilfe, diese Wachen halten zu viel aus. Obwohl ich das Masterschwert habe. Oh Mann, die kommen auch von allen Seiten hier. Das ist gemein. Aua, oh, wie schnell die auch sind, ey. Da kann man gar nicht ausweichen. Da oben ist der Teleporter, den ich erstellt habe. Ich hoffe, da komme ich noch hin. Irgendwie muss ich da hinkommen. Oh Mann, jetzt haben die sich hier echt versammelt, um mich komplett zu penetrieren hier. Das ist gemein. Ich mag das nicht. Stirb! Da oben ist der Teleporter, den ich benutzen möchte. Aber wie komme ich dorthin? Wahrscheinlich über diese Treppe hier, oder? Das klingt doch sinnvoll. Das klingt super sinnvoll sogar. Ja, genau. Wunderbar. So kommen wir in die Schattenwelt zurück. Coole Sache. Jetzt muss ich natürlich durch dieses dumme Labyrinth wieder zurück. Oh mein Gott. Ah, alles nervig hier. Wie komme ich zurück? Ich glaube hier. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich hoffe mal. Sonst wäre das blöd. So, Hepper durch den sagenumwobenen Wald des Nichtsehens. Der Nichtsehigkeit. Und zack und boom und zurück. So, wir haben zwei Scherzteile. Die sind nämlich sehr lustig, deswegen heißen die Scherzteile. Die wir erreichen können, indem wir uns zwischen den Welten hin und her beamen. Das eine haben wir gerade schon gesehen im See. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das habe ich auch nicht auf meiner Liste stehen gehabt. Aber das können wir ja theoretisch auch machen. Da hindert uns ja nichts dran. Und deswegen würde ich sagen, das machen wir auch
erst, oder? Ja, würde ich sagen. Aber wie komme ich da hin? Das ist natürlich jetzt noch so eine Frage, die ich mir stellen würde. Ich glaube, in der Schattenwelt ist der See vereist. Ah ja, hier ist tatsächlich Eis und hier ist auch ein Dungeon, aber das ist das nicht das, was als nächstes auf unserer Reihenfolge steht. Deswegen ignorieren wir das vorerst. Hier gibt es auch irgendwo so einen Steinkreis, wo man Sachen reinwerfen kann, oder? Keine Ahnung, hier ist diese Insel gewesen mit dem Dingsens. So, wir teleportieren uns in die Lichtwelt und dann, bekommen wir fast Schaden von dem Typen, aber bekommen hier das Herzteil unserer Wünsche und teleportieren uns direkt zurück. Klasse, das hat doch wunderbar geklappt. Das war schon mal cool. So, gibt's hier sonst noch was in diesem See? Gibt's hier nicht irgendwie einen Steinkreis? Oh, verdammt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das nicht, tut mir leid, ich wollte das nicht. Ich sollte vielleicht was anderes auf die Taste legen, damit sowas nicht nochmal passiert. So. Ach ja, Demonstration, wie unser cooler Bumerang jetzt aussieht, mit Sparkle-Glitzer-Effekten. Das ist das Beste von der Welt. So, ich möchte als nächstes den Eisstab holen, wenn wir schon mal direkt hier in der Nähe sind. Ist das, glaube ich, das Schlauste, was es gibt. Und hätte ich doch nicht den Spiegel auf die andere Taste legen brauchen. Na toll! Aber das weiß man ja alles nicht vorher. Eine coole Sache ist übrigens auch, dass auf der Karte immer markiert wird, wo unser momentanes Portal ist. Und ich sehe zum Beispiel gerade, dass ich nicht in die richtige Richtung schwimme. Aua! Ich muss hier einen komischen Bogen noch schwimmen. Oh nein, da wollte ich nicht rein! Da wollte ich gar nicht rein. Wollte da nicht rein. Ich wollte eigentlich da weiter nach unten nur. Okay, wir haben so gut wie gar nichts geschafft in diesem Part von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Der Grund war, dass ich nicht zwischen den Welten wechseln konnte. Aber gut. Im nächsten Part holen wir das dann alles nach und vielleicht betreten wir das nächste Mal ja sogar, ouch, auch den nächsten Dungeon. Das wäre cool. Und bevor ich hier abkratze, möchte ich den Part beenden. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play A Link to the Past. Bis dann, Leute, und ciao!